in die zweite Runde, die zweite Pressekonferenz. Wir haben zur zweiten Pressekonferenz jetzt den neuen Bundesvorsitzenden Piratenpartei Deutschland, Patrick Schiffer. Ein Öscher Junge, wenn ich so sagen darf, aber er wird sich gleich selbst noch mal vorstellen. Ja. Es gibt einige Fragen, die Sie wahrscheinlich haben werden. Wir beginnen mit Patrick Schiffer. Danke. Erstmal, du hast fast 60% der Stimmen dieses Bundesparteitags bekommen. Mhm. Wie fühlst du dich? Großartig. Ich bin total dankbar. Ich nehme das Votum um das, was ich angekündigt habe in meinen Blogposts und in meiner Bewerbungsrede, natürlich umzusetzen, mit der Hilfe meiner zukünftigen Kollegen und den vielen Leuten in der Partei, die bereit sind, da sich einzusetzen. Ich bin Patrick Schiffer, 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus Belgien, bin in Eupen geboren, in Aachen aufgewachsen, habe 5 Jahre in Ägypten gelebt in den 80ern, habe dann wieder in Aachen gelebt, habe Bauingenieurwesen studiert, eine Zeit lang in Aachen an der RWTH und bin dann aber letztendlich im Mediendesign gelandet, wo ich ja dann auch den Abschluss in Maastricht an der Kunstakademie gemacht habe. Zur Piratenpartei kam ich schon relativ früh, also ich war Sympathisant 2009, 2010, habe als Nichtmitglied die Partei unterstützt, bin aber aufgrund meiner aktivistischen Tätigkeiten im arabischen Frühling nicht der Partei beigetreten, weil ich neutral bleiben wollte. Als jedoch dann in NRW die Wahl anstand 2012 sehr plötzlich und der Hype eben auch aktive Mitarbeit erforderte und Hilfe, die Piratenpartei Hilfe brauchte beim Wahlkämpfen, habe ich mich dann doch entschlossen, der Partei beizutreten und bin dann direkt sehr aktiv geworden. Habe 2013 für den Vorsitz in NRW kandidiert und bin gewählt worden direkt. Ich war vorher Beisitzer im Kreisverband Düsseldorf und habe dann jetzt 3 Jahre den Vorsitzenden in NRW ausgeübt. Und eben nach meiner Wahl zum Bundesvorsitzenden bin ich dann eben für NRW zurückgetreten, einfach weil da auch genügend Potenzial ist in meinem Kollegenteam in NRW, die halt den Job auch übernehmen können, damit ich nicht diese Doppelbelastung machen muss. So viel erstmal zu mir. Nun hat ja die Piratenpartei eine gewisse Prägung, auch für die Wählenden. Mhm. Wie wird sich wahrscheinlich das Koordinatenkreuz der Partei verändern? Wird es sich verändern? Wohin wird es möglicherweise verändert? Welche Schwerpunkte würdest du gerne setzen? Also ich sag mal so, bevor jetzt der Bundesvorstand nicht vollständig gewählt wurde, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wer jetzt gewählt wird und wie die mit mir zusammenarbeiten wollen. Da werden wir uns natürlich zu Gesprächen zusammensetzen und die nächsten Schritte überlegen. Deswegen, ich habe es angekündigt, ich möchte ein breiteres Themenspektrum nach außen transportieren. Da bin ich auf die Zuarbeit auch von den vielen politisch Aktiven in der Partei angewiesen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Potenzial haben. Und ich werde mir das auch holen aus der Partei ganz aktiv. Ich werde mich zu tagespolitischen Themen äußern, gerade im Moment, also nicht nur den Bereich Terror und Überwachung, sondern eben auch die Flüchtlinge, wo wir sehr, sehr gute Positionen haben, aber auch zum Thema Soziales, zum Thema Arbeit, zu ganz vielen Themen, die uns auch liegen. Ich habe ein paar aufgezählt in meiner Bewerbungsrede und ich werde die Menschen, die sich mit diesen Themen auf kommunaler Landesebene beschäftigen, wir sind ja noch nicht im Bundestag, da in die Pflicht nehmen. Wir sind momentan allerdings auch in Wahlkämpfen. Mhm. Ich erwähne nur Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Niedersachsen. Mhm. Gibt diese Wahl jetzt schon ein deutliches Signal auch an die Wählerschaft? Ich denke schon. Also ich glaube, dass die Menschen in Deutschland sich freuen, wenn es eine laute und auch progressive und auch innovative, zukunftsorientierte Partei gibt. Ich glaube, dass viele Menschen darauf warten, dieses Potenzial, das die Piraten eigentlich haben, auch zu sehen. Und ich habe angekündigt, ich möchte mich darum kümmern, dass wir auf Bundesebene sichtbarer werden. Ich möchte, dass wir Kampagnen fahren. Von mir aus auch gerne eine Image-Kampagne, um erstmal einfach auch zu zeigen, dass wir doch da sind. Es gibt ja auch Leute, die fragen, gibt es euch noch? Seid ihr tot? Was ist eigentlich mit euch? Wenn man sich diesen Parteitag anguckt und auch einzelne Landesparteitage,
dann muss man konstatieren, die Piraten leben und sind sehr, sehr aktiv und machen tolle Arbeit in vielen Parlamenten. Das ist mein Ziel. Du hast in deiner Kandidatenrede einige rhetorische Highlights gehabt, unter anderem ein Highlight, wo auch einige geschmunzelt oder geklatscht haben. Es war ein Rückgriff auf ein Zitat der Bundeskanzlerin vor fast genau einem Jahr mit dem inzwischen hinlänglich bekannten Zitat: Wir schaffen das. Viele haben sich gefragt, wer ist wir, was heißt schaffen und was ist das? Aber nichtsdestotrotz, du hast auch dieses Zitat benutzt, wahrscheinlich oder ganz sicher bewusst benutzt. Was bedeutet dieses Zitat für dich? Also es gibt eine gewisse Parallelität zu der Situation, als Angela Merkel das sagte, und zu der Situation der Piratenpartei. Damals hat man erwartet, dass Deutschland das nicht schafft, die ganzen Flüchtlinge aufzunehmen. Bei der Piratenpartei wird angenommen, dass wir das nicht schaffen, wieder in die Landtage und auch in den Bundestag zu kommen. Das sind für uns als kleine Partei sind das sehr große Herausforderungen. Das war damals für, ich sag mal, die Stimmung in der Bevölkerung auch eine große Herausforderung, die da auf sie zukam. Allerdings möchte ich mich ganz klar von Frau Merkel abgrenzen in der Form, dass sie diesen Spruch erstmal nicht für alle genannt hat und auch umgesetzt hat. Sie hat nämlich die europäischen Länder nicht mitgenommen, sondern hat da letztendlich versagt. Sie hat ihre Position nicht dafür eingesetzt, dass die europäischen Länder an einem Strang ziehen. Sie hat die Bundesgesetzgebung dahingehend ändern lassen, dass die Flüchtlinge letztendlich Probleme kriegen und auch nicht mehr reinkommen. Der Deal mit der Türkei, ein absolutes No-Go für mich. Und mit unseren Positionen zur Asylpolitik muss ich sagen, das ist eine Angriffsfläche, die sie geboten hat. Und mit dieser Angriffsfläche, und das ist jetzt natürlich ein Beispiel, schaffen wir das in der bundesweiten Wahrnehmung auch als die Partei dazustehen, die ohne Abstriche zum Asylrecht, zum Menschenrecht Asyl steht und es nicht zulässt und auch stetig kritisieren wird, dass so mit Menschen umgegangen wird, die nichts mehr haben, die auf der Flucht sind, denen das Recht aberkannt wird, sich in Sicherheit zu bringen. Wie hättest du gerne die Position der Piraten verbalisiert für den Bundestagswahlkampf, was Netzpolitik, Digitalpolitik, beispielsweise auch Freifunk betrifft? Was ist da für dich primär? Primär sind wir eine technikfreundliche Partei. Ich habe viele Gespräche mit Piraten geführt, auch darüber mit meinem Vorhaben. Das heißt, ich bin nicht einfach irgendwie drauf losgerannt und habe gesagt, ich kandidiere jetzt für den Bundesvorsitzenden mit dem und den Themen, sondern ich habe in die Partei hineingehorcht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir die Technologien, die sich gerade entwickeln, diese digitale Revolution, nicht nur verstanden haben, sondern einfach auch festgestellt haben, dass Politik mit Technologie weiterentwickelt werden kann. Also sprich Thema Online-Partizipation, wo ich mich drum kümmern möchte. Die Themen, die du gerade angesprochen hast, werden von der aktuellen Politik vernachlässigt. Das ist einfach Fakt. Wenn man sich ansieht, welche Abstriche es gibt bei den Entscheidungen, wo netzpolitische Fachsprecher selbst in der Bundestagsfraktion von anderen Parteien die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was es für Ergebnisse gibt, dann müssen wir das kritisch kommentieren und dann müssen wir den Menschen auch aufzeigen, was unsere Ideen sind und dass wir da auch besser sind. Das heißt also, für dich gibt es eine weitere Dimension, die daraus sich ergibt, nämlich die soziale Komponente. Auf jeden Fall, natürlich. Die Technologisierung wird uns überrollen, und zwar nicht in der Form, was jetzt die technischen Medien angeht und was die Errungenschaften angeht, wie das Handy zum Beispiel, was ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Wenn man sich mit Maschinenbauern zum Beispiel unterhält, dann wird man erfahren, dass ein Großteil der Firmen und Fabriken in den nächsten Jahren eine völlige Robotik und Automatisierung erleben werden. Und es werden zwangsläufig dadurch sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen, die nicht aufgefangen werden. Das heißt, wir werden die Zahlen werden womöglich, die Arbeitslosenzahlen werden weiter geschönt von der Bundesregierung. Darauf müssen wir hinweisen und sagen, nee Leute, also sorry, aber mit der Sozialgesetzgebung, die wir jetzt noch haben, werden wir die nächsten 10 Jahre ein dickes Problem kriegen. Und da haben die Piraten sehr innovative Ideen. Ich bin ein großer Freund davon, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens einfach mal weiterzudenken,
eine Übergangslösung da zu suchen. Wir haben eine Position zum Mindestlohn, die noch weitreichender ist als der jetzige Mindestlohn. Das sind alles so Punkte, die ich in der letzten Zeit so ein bisschen vermisst habe in der Außendarstellung der Piraten. Das wissen viele nicht und ich glaube, dass wir da durch solche Positionen auch wieder auf uns aufmerksam machen können. Patrick, du hast jetzt gerade viele Worte, viele Begriffe genutzt, die sicherlich die Kollegen, die Journalisten hier aufgreifen möchten. Ich möchte an dieser Stelle die Fragenrunde eröffnen. Haben Sie Fragen? Bitte. Ja, Herr Dolle. Dolle, Braunschweiger Zeitung. Ihre Rede hat sich so ein bisschen von den anderen dadurch abgehoben, dass sie emotionaler war. War zumindest mein Eindruck auch ein bisschen kämpferischer. Mhm. Ist das jetzt auch Ihr Politikstil, den Sie jetzt so einführen wollen bei den Piraten? Das können Sie so sehen, ja. Ich möchte an der Stelle auch sagen, wir kommen ja aus einem Milieu, sage ich mal, von Politik-Laien. Also wir haben viele Quereinsteiger, wir haben natürlich auch Frustrierte von anderen Parteien eingesammelt, aber wir sind in unserem Verständnis, wie man Politik gestaltet, eine sehr eigensinnige Truppe. Wir haben uns eigene Satzungen geschrieben, wir haben nicht unbedingt kopiert, was die anderen gemacht haben, sondern wir haben da so unseren eigenen Politikstil. Den möchte ich natürlich damit kombinieren und ich werde nicht ein Vorsitzender sein, der wie in anderen Parteien nach vorne prischt und einfach mal irgendwas sagt, sondern ich werde das Gespräch mit den Basispiraten suchen und werde die Beratung und die Gespräche in meine Arbeit einfließen lassen. Das heißt, auch da habe ich vor, das in gewissermaßen ein bisschen zu konstituieren. Da wiederum gibt es Beispiele bei den anderen Parteien, die ich ganz gerne mal genauer beobachten möchte. Es gibt ja diese Flügelbildung in vielen Parteien, eigentlich in allen, nur bei uns noch nicht. Das möchte ich gerne diskutieren mit meinen zukünftigen Kollegen, aber auch mit der Basis, auch mit Mandatsträgern, ob wir nicht eine Institutionalisierung der Mandatsträger, der UPs und eben auch der unterschiedlichen Flügel innerhalb der Partei, die ja durchaus vorhanden sind. Also wir haben Liberale, wir haben Linke, wir haben auch Grüne, nachhaltige Politik, Energiepolitik, Leute, die sagen, die Piraten haben ganz klaren dezentralistischen Ansatz. Das sind alles so kleinere Gruppierungen, denen man in der Partei eine Stimme schenken muss. Jetzt hatte ich die DPA vorher. Ja, Herr Fischer? Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne, wie Sie Ihre Neuausrichtung auch finanziell absichern wollen. Also Sie sprachen von Kampagnen kosten Geld. Mhm. Da wüsste ich ganz gerne, wie Sie da sich das vorstellen. Mhm. Die zweite Frage betrifft Ihre Person. Sie sagten gerade, dass Sie eine aktionistische Tätigkeit beim Arabischen Frühling hätten, beziehungsweise 5 Jahre in Ägypten waren. Mhm. Was haben Sie da gemacht? Okay, ich antworte erstmal die erste Frage. Das Problem mit dem Geld, das liebe Geld. Ich habe aus Vorgesprächen mit dem aktuellen Schatzmeister und der Generalsekretärin natürlich erfahren, dass unsere Budgetgrenze, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit sehr geringen Spielraum gibt. Das hat Herr Körner ja auch in seiner Rede eben oder in seinem Rechenschaftsbericht erwähnt. Wir haben aber, und das war in der Vergangenheit in der Piratenpartei häufiger so, dass wir bei Projekten, die wir auf Bundesebene gemacht haben, wie zum Beispiel auf Messenauftritte, bei Projekten, die zum Beispiel mit Demonstrationen zusammenhängen, wo es gewisse Budgets für Flyer geben musste, ist der Bund oder sind die Leute, die die Ideen gehabt haben, auf die einzelnen Landesverbände zugegangen. Das würde ich als Mittel der Wahl erstmal so machen, wenn gar kein Geld da ist. Ich habe aber auch vor, einen sogenannten Fundraiser zu installieren. Ich bin im Gespräch mit Leuten aus der NGO, die auch Kontakte haben da. Das ist aber in sich noch keine feste Verabredung in dem Sinne, weil ich natürlich nicht wusste, ob ich zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Das heißt, da gibt es von mir mehrere Überlegungen, wie man der Partei wieder neue Mittel, auch finanzielle Mittel, zur Verfügung stellen kann. Das kann auf Provisionsbasis oder eben auch auf Honorarbasis passieren. Das muss im Einzelnen geschaut werden. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit über Crowdfunding. Wir haben zum Beispiel in NRW jetzt eine Klage gegen die Sperrklausel auf kommunaler Ebene, wo wir eine Spendenkampagne fahren werden, beziehungsweise meine ehemaligen Kollegen, die ist in Vorbereitung. Das sind so die Punkte, aber da wird es mit Sicherheit auch noch andere Überlegungen und auch so Brainstorming-Runden geben, wo wir sagen, so jetzt müssen wir erstmal gucken, was für ein Budget haben wir und wo gibt es Möglichkeiten.
Zu Ihrer zweiten Frage. Mein Vater war Lehrer, der ist leider nicht mehr am Leben und ist mit uns, also unserer Familie, ich habe noch drei Geschwister, jüngere, 1981 in den Auslandsdienst nach Alexandria in Ägypten gereist, für 5 Jahre verpflichtet, an der deutschen Schule für der Borromäerin in Alexandria, das war eine Nonnenschule und Mädchenschule. Und da haben wir 5 Jahre gelebt. Das heißt, wir haben da ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele Kulturclashes erlebt. Und das hat mich sehr stark geprägt. Ich habe sehr viele Freundschaften geschlossen und habe die Mentalität, das war eine sehr prägende Zeit für mich, die arabische Mentalität auch so ein bisschen aufgesogen. Auch das kosmopolitische, wir sind unglaublich viel rumgereist. Mein Vater war Deutsch- und Geschichtslehrer. Das heißt, er hat mich unglaublich geprägt, auch was die europäische oder die Geschichte des europäischen Mittelmeerraums und Afrika und den Nahen Osten betrifft. Und als 2010, 2011 die Unruhen begannen, war ich schon zu der Zeit in Kontakt mit arabischen ehemaligen Mitschülerinnen, die in dem Untergrund, also in der Resistance quasi von Ägypten mitgearbeitet haben. Und dann ergab sich eben 1:1, dass ich sehr stark im Internet halt zu Hause war, ich denen geholfen habe. Und das ging von Tunesien über Ägypten, über Libyen, über Syrien, über Bahrain. Ich hatte Kontakt zu Menschenrechtlern in den einzelnen Staaten, aber auch in den USA und Kanada, war dort in der Gruppe aktiv, die zum einen rechtliche Kontakte, gerichtliche Hilfe bereitgestellt hat. Wir haben Informationen verschlüsselt aus den Gebieten rausbekommen, Modemzugänge bereitgestellt, ähnlich wie das Herr Urbach gemacht hat, der ja damit auch sehr bekannt geworden ist. Ich habe damit aber jetzt bin da nie so mit hausieren gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine sehr harte Zeit für mich und ich muss sagen, ich bin da auch an meine Grenzen gestoßen und als dann die Wahlkampfzeit in Nordrhein-Westfalen begann, habe ich mich dann nach und nach rausgezogen, weil also Libyen und Syrien haben mich wirklich sehr viel Kraft und Nerven gekostet, weil der Kampf so viele Opfer forderte, dass mich das fertig gemacht hat. So. Und da bin ich dann auch ausgestiegen, bin in die Politik gegangen und mein Lieblingsthema ist dementsprechend auch die Integration und der Kontakt, weil es ein unglaubliches Spannungsfeld ist in der jetzigen Politik hier, aber auch den versäumten Chancen im Nahen Osten und dem Umgang von Europa mit diesen Konflikten. Herr Brahmann. Ja, Paki, dann sprichst du vielleicht auch Arabisch? Schwaja. Heißt ein bisschen. Okay, sehr ein bisschen. Ich habe natürlich vieles vergessen, aber es reicht zum Beispiel, wenn ich in einem arabischen Restaurant bin, dass ich so einen Kontakt da herstelle. Ich erkenne halt so ein paar Redewendungen, ein paar Sprüche und dann ist sofort der Bann gebrochen. Also dann sagen die, ach, du warst mal da und ach, das ist der und der Akzent, den kenne ich doch und so. Also das macht schon Spaß. Ja. Herr Dolle. Jetzt führen Sie die Partei ehrenamtlich in den Bundestagswahlkampf und treten dagegen große Parteiapparate bei den etablierten Parteien an. Mhm. Gibt es eine Zielsetzung, die Sie sich stellen? Ist zwar jetzt relativ frisch, klar, Sie sind vor ein paar Minuten erst gewählt worden, aber Sie haben ja vorhin mit Sicherheit auch schon gewisse Gedankenspiele gehabt. Ich bin mit Zielsetzung immer etwas vorsichtig. Andere preschen nach vorne und nennen irgendwelche Prozentzahlen. Ich möchte das an der Stelle erstmal gar nicht tun. Ich möchte erstmal, dass wir es schaffen, in ein paar Themen, die ich eben genannt habe, überhaupt wieder in eine Wahrnehmung zu kommen, dass wir erste Erfolge feiern, dass die Presse sagt, bei den Piraten entwickelt sich wieder was. Die sind noch da, mit denen kann man rechnen, mit denen kann man reden und wir haben Ideen und Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts und darüber hinaus. Wir sind eine weitsichtige Partei, wir sind eine pragmatische Partei und wir machen nachhaltige Politik. Wenn ich mir angucke, was wir in den Kommunen so schaffen, ein Beispiel, das Thema Open Data. Die Adenauer Stiftung hat herausgefunden, dass wenn alle Kommunen in Deutschland Open Data wirklich professionell mit maschinenlesbaren Daten machen würden, wäre das ein unglaublicher Wirtschaftsschub. Das heißt, wir haben Themen,
die wir bisher immer als so eine Art nerdiges Thema verkauft haben, aber wirklich in Wirklichkeit ein Wirtschaftsthema sind. Und da müssen wir in der Partei auch mal ein bisschen umdenken und unsere Positionen dahingehend verfeinern und die Leute, die davon Ahnung haben, eben auch entsprechend aufbauen und der Presse bekannt machen. Das ist einfach jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber das zeigt eigentlich, dass wir, nur weil wir dieses Image haben, nicht so sind. Ja, wir haben versteckte Kapazitäten und Ressourcen und auch ein Potenzial, was man wach küssen muss. Und das möchte ich halt tun. Gibt es an dieser Stelle für Herrn Schiffer weitere Fragen? Sonst öffne ich... Ja, bitte? Ja, eine hätte ich noch. Also gerade was die Medien angeht, vertrete ich ja schon seit langem die Theorie, dass es an der Kommunikation des Urheberrechts, also was wir als Piraten daran ändern wollen, liegt, dass die sich so zurückgezogen haben. Das geht ja schon eine ganze Weile. Und schaffen wir es denn oder schafft es denn die Piratenpartei irgendwann mal das Urheberrecht richtig zu erklären, damit die Medienvertreter das auch verstehen, was wir da eigentlich wollen? Das ist eine lange Serie der Missverständnisse, aber erst zu dem ersten Punkt, den du sagst, muss ich sagen, ich glaube das nicht. Also ich weiß, dass es Gespräche in Redaktionen darüber gegeben hat, dass wir denen gefährlich werden durch unsere Position, aber ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Presse uns geschnitten hat. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, das haben wir selber geschafft. Wir haben uns uninteressant gemacht, weil die Leute unsere Streitereien mitbekommen haben. So selbstkritisch müssen wir einfach sein. Was unsere Positionen zum Urheberrecht betrifft, kann man sehen, Julia Reda macht auf europäischer Ebene einen großartigen Job. Sie ist dafür eingesetzt worden, als Einzige, als Piratin. Das zeigt auch die Offenheit der anderen Parteien auf europäischer Ebene, wie sehr wir da mit unserem Know-how und unserer Kompetenz ernst genommen werden. Ich glaube, wir müssen da einfach weiter für eine Modernisierung des Urheberrechts, für eine Reformation, eine Reform der Urheberrechtsgesetze, also auch Thema Leistungsschutz und so weiter, kämpfen. Das ist weiterhin eine unserer Kernkompetenzen. Ich werde auch Kontakt mit Julia aufnehmen, dass wir da eng zusammenarbeiten auf Bundesebene. Und mein Gott, ich meine, die Presse selber hat sich auch kritisch zu dem Thema geäußert. Also ich denke, dass wir da durchaus auch offene Türen einrennen werden. Gerade jetzt zu der Klage von Bruno Kamm gegen VG Wort und jetzt die GEMA mit der GEMA-Vermutung. Das sind Themen, die ich jetzt zum Beispiel auch auf Bundesebene spielen will in den nächsten Wochen, weil da wird vom Rechtsausschuss des Bundestages, dem Gremium, wird eine Entscheidung von dem Richter auf Einfluss des Rechtsausschusses nach vorne geschoben, also verlängert künstlich. Und die wollen das Gesetz ändern. So, das geht halt nicht. Ja, da geht es um eine Menge Geld und die Verleger lassen ihre Lobbyistenkontakte spielen, damit da eine Entscheidung vor sich hergeschoben wird. Das sind alles so Themen, also da wird man von uns hören. Ich würde gerne.